Herzlich willkommen zu Uschis Woche. Nachdem es mit Regen losging, haben wir endlich ein bisschen Sommer wieder zurück und die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, die Spielfläche, die Spiel- und Sportfläche am Bruchweg ist eröffnet worden, gestern. Wunderbar, ganz viele begeisterte Kinder und Jugendliche und auch Familien, die sich dort getroffen haben. Ein wunderschöner Tag bei bestem Wetter und ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dieser Anlage. Benutzt ihr diese Anlage? Das ist einfach klasse hier im Herzen von Karst in Holzbüttgen, dass wir diese Anlage haben. Und da rede ich jetzt nicht nur als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, sondern wirklich mal auch hier als Holzbüttgener. Diese Woche hatte ich Besuch von meiner lieben Ratskollegin Sabine Kühl. Und sie ist Vorsitzende vom Sozialausschuss und wir haben noch einmal über das Thema stillfreundliche Kommune geredet. Liebe Carsterin, heute wende ich mich mal speziell an Sie. Ich sitze hier in dem Stillstuhl bei der Stadt Karst im Untergeschoss unseres Rathauses und wir haben einen Raum. Sollten Sie irgendwo stillen wollen, dann können Sie gerne ins Rathaus kommen zu unseren Öffnungszeiten und können diesen Raum nutzen. Ich persönlich finde das unheimlich wichtig. Ich habe das selbst als Mutter erlebt. Und es ist manchmal nicht so einfach, einen Platz zu finden, wo man sein Kind in Ruhe und ganz sachte stillen kann. Eine tolle Sache von der Stadt Karst bereitgestellt. Und vielleicht finden wir ja noch mehr Unternehmen, die diesem folgen. Der Sozialausschuss auf jeden Fall berät diese Woche über dieses Thema. Und sollten Sie da Interesse dran haben, sich auch bereitzustellen, dann melden Sie sich doch bei uns. Wir haben einen super Betriebsarzt und auch er hat diese Woche Impfstoff bekommen, sodass wir ein Impfangebot für unsere Kolleginnen und Kollegen machen könnten. Und viele haben es angenommen. Diese Woche war eine große Protestaktion an der Pestalozzi-Straße und es ging um das Parkdeck, das dort eventuell entstehen soll. Sie als Bürger können sich dort immer einbringen. Es ist nichts entschieden bis zum jetzigen Zeitpunkt. Sie können immer im Ratsinformationssystem nachsehen, was in den einzelnen Ausschüssen passiert. In der Regel ist fast alles öffentlich und das ist auf jeden Fall öffentlich, weil es geht uns alle an, es geht um unsere Stadt Karst. Wir wollen auch eine Informationsveranstaltung machen, damit wir Sie nochmal alle genau aufklären. Also entschieden ist nichts, meine Meinung ist klar, ich habe sie schon vor meiner Wahl dazu geäußert. Ich bin nicht dafür das Parkdeck, aber die Demokratie ist hier gefragt und wir werden eine Entscheidung herbeiführen. Ein guter Arbeitgeber zu sein, bedeutet auch, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Und eine Kleinigkeit, die ich auf den Weg gebracht habe, ist für die Mittagspause unserer Mitarbeiter hier die Dachterrasse einfach mit Stühlen und Tischen zu bestücken, sodass sie auch hier eine zufriedene Mittagspause verleben können. Das war's für diese Woche. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Wochenstart. Alles Gute, bleiben Sie gesund.